Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir melden uns heute von der Internationalen Grünen Woche Berlin 1987. So wie in den 30 Jahren zuvor ist Niedersachsen wiederum mit einer eigenen Halle vertreten. Aber das, was wir hier im weiten Rund der Halle sehen, ist nur die eine Seite der Medaille. Friede, Freude, Eierkuchen. Den Bauern, so sagt man, geht es nicht besonders gut, insbesondere in denen, die Milch produzieren. Und damit sind wir eigentlich heute schon bei dem Thema, das uns beschäftigen soll. Molkereiprodukte, die Konkurrenzsituation der niedersächsischen Landwirte zu ihren Kollegen in Holland und in Dänemark. Wie behaupten sich die Niedersachsen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft im Augenblick? Dazu haben wir Studiogäste eingeladen, beziehungsweise Gäste in diese Halle. Und wir wollen auch optisch natürlich Ihnen dieses Thema ein wenig näher bringen. Bevor wir jedoch zu alledem kommen, gebe ich erst einmal zurück ins Studio in die Landeshauptstadt nach Hannover zur Wettervorhersage und zur Nachrichtenübersicht des Tages. Die heutige Schlagzeile lautet Tauwetter. Das liegt an den Tiefausläufern, die zurzeit Niedersachsen überqueren und vorübergehend die Zufuhr von milder Meeresluft verstärken. Morgen sollten Sie Ihren Schirm nicht vergessen, denn es soll Regen geben. Die Temperaturen liegen heute Nacht zwischen 2 und 5 Grad, morgen zwischen 5 und 8 Grad. Und nun zu den Meldungen. Als solide finanziert hat heute der CDU-Fraktionsvorsitzende Josef Stock den Landeshaushalt für 1987 bezeichnet. Im Vorfeld der Etatdebatte im Landtag sagte Stock, zwar biete der Haushalt wenig Spielräume, beschönige aber auch nicht die insgesamt angespannte Finanzlage des Landes. Der SPD-Landesvorsitzende Johann Bruns sprach dagegen von einem Nothaushalt, der eine Deckungslücke von 700 Millionen Mark aufweise. Der Etat sei ein Dokument der Täuschung und Verschleierung. Für die Grünen erklärte die Fraktionsvorsitzende Ruth Hammerbacher die Vorlage als nicht verabschiedungsreif. Die Grünen würden in der Debatte Einzelabstimmungen verlangen und diese aus Protest boykottieren. Optimistisch bewertete heute die Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim die konjunkturellen Aussichten für 1987. So erwarten 35% der Industriebetriebe eine weitere Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation. Spitzenreiter im industriellen Bereich bleiben der Fahrzeugbau, dessen Zuliefer... Ab und zu gibt es etwas Regen. Nach Süden hin lässt die Bewölkung mehr und mehr nach. Dafür ist es hochnebelartig bewölkt, neblig trüb, teilweise auch neblig. Aber in einigen Gebieten Süddeutschlands, insbesondere in Bayern, ist es auch wolkenlos. Und so wie die Bewölkung ist, ist auch die Palette der Temperatur in der kommenden Nacht 3 bis 6 Grad im Norden. Im Süden Deutschlands schwankt das Thermometer zwischen 2 und minus 5 Grad. Stellenweise in den wolkenlosen Gebieten auch liegt es bei minus 10 Grad. Morgen ist es in Deutschland anfangs stark bewölkt im Norden, ab und zu gibt es noch einige Spritzer Regen. Im Süden neblig, trüb, teilweise neblig, aber an einigen Stellen auch heiter. Im Tagesverlauf allerdings nimmt auch hier die Bewölkung von Nordwesten zu und ab und zu gibt es einige Spritzer Regen, besonders im Südwesten. Die Temperaturen liegen aber alle im positiven Bereich. Sie sehen, zwischen 4 und 10 Grad kann das Thermometer schwanken. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig, im Norden mäßig bis frisch aus Südwest. Die Vorhersage machte Uwe Wesp. Im Heute-Journal um 21.45 Uhr raus aus dem Libanon, Fluchtpunkt Zypern. Und wer ist Mischa Wolf? Abtritt eines Agentenchefs. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ein Mensch, der es sehr eilig hat, hat manchmal Pech und nichts geht glatt. Er schlittert, wie soll's anders sein, schon mal in dies und jenes rein. Und trotzdem bleibt er Optimist, weil er so gut versichert ist. Keine Sorge, Volksfürsorge. Unsere Stärke ist Erfahrung. Hey!
Hallo, ich bin der kleine Hunger. Ach, sind Sie angemeldet? Nicht, dass ich wüsste. Ach. Guten Morgen, Herr Direktor. Der kleine Hunger? Schon wieder? Ja, den Milchreis bitte. Bin ja schon da. Milchreis, Milchreis von den Müllers aus dem Allgäu, wenn der kleine Hunger kommt. Tut mir leid, der Herr Direktor ist zurzeit für Milchreis. Milchreis und Leichtkostmilchreis von Müller. Glanz. Polykur. Geschmeidigkeit. Polykur. Glanz und Geschmeidigkeit. Tag für Tag. Polykur garantiert Ihrem Haar Glanz und Geschmeidigkeit. Polykur Shampoo und Spülung. Reine Schönheitspflege für Ihr Haar. Riesig gut. Sag schon, was ist riesig? Magie neu. Riesenappetit. Suppe. Vier neue Sorten wünschen Riesenappetit. Zahnstein. Man sagt, wenn ich mal festsitze, naja, ich hätte viel Zahn. Zahn? Sitzfleisch. Stimmt. Ihn konnte bisher nur der Zahnarzt kurz vertreiben. Die neue Colgate vermindert jetzt die Neubildung von Zahnstein bis zu 48%. Die Zähne fühlen sich richtig glatt an. Regelmäßiges Putzen schützt auch vor Karies und Parodontose. Nein, das ist ja nicht zu fassen. Schlecht für Herrn Zahnstein, gut für die Zähne. Die neue Colgate. Der wird gut, allerhand, richtig toll, Kraftkuchenland, locker leicht, wunderbar, ein Genuss. Schokoflokina, der schmeckt wunderbar. Schon probiert Kraftkuchenland. Lecker, fein, Schokogut ist jetzt dein. Schokoflokina, nur aus dem Kraftkuchenland. Kraftkuchenland. Spezialitäten, die einfach Freude machen. In der Erkältungszeit fühlt man sich oft schlapp und abgespannt. Da ist ein heißes Bad genau das Richtige. Besonders ein heißes Bad mit Wick-Vapo-Bad. Schon beim Einatmen der Dämpfe spüren Sie, wie gut es tut. Dafür sorgen die ätherischen Öle von Wick. Wick-Vapo-Bad und Sie fühlen sich wohl und entspannt. Wick-Vapo-Bad. Man riecht schon, wie es wirkt. Direktor, geben Sie mal her. Alle gehen von A bis Z.
Sott Sahnepudding. Zum Träumen leicht. Ja. Allein tut man sich oft schwer. Gemeinsam ist man stärker. WWK ist eine starke Gemeinschaft. WWK, die große Versicherung. WWK, eine starke Gemeinschaft. Seit 100 Jahren. Die Welt ist schön für gesunde und aktive Kinder. Und eine große Masse Gesundheit und Widerstandskraft ist in NIM 2. Viele Vitamine und Traubenzucker. So naschen unsere Kinder Bonbons, die sie mögen, und Vitamine, die sie brauchen. NIM 2, unser süßes Stückchen Kindheit. Hallo Hansi. Tag Toni. Oh, Hansis Pulli ist hin. Lauter Knötchen, rau und filzig. Tonis ist wahnsinnig wollig. Hansis Pulli war in der Maschine mehrfach. Tonis auch. Hansi wäscht Wolliges immer in der Maschine. Toni auch. Nach Etikett bei 30 Grad. Toni auch. Hansi nimmt Vollwaschmittel. Vollwaschmittel? Wolliges braucht sanfte Pflege. Sanftes Sanso mit Wollbalsam. Für alles mit Wolle. Und das macht Toni so wollig? Oh ja, denn Sanso bewahrt das wollige Gefühl.